Amazon hat eine eigene Marke, Amazon Essentials, mit der sie Produkte herstellen, die auch manchmal interessant sein können für Outdoorer, Leute, die mit Hunden spazieren gehen oder Campern. Heute stelle ich euch eine Fleecejacke, eine ganz essentielle Fleecejacke, die ihr für einen günstigen Preis bei Amazon bekommen könnt, vor. Viel Spaß dabei! Ja, die Amazon Essentials langärmelige Fleecejacke ohne Kapuzenteil, der kommt von meinem drunterliegenden Klamottending. Wir schauen uns einmal vorher die harten Fakten an, bevor wir gleich zu einem Überblick und meiner Meinung kommen. Amazon Essentials Polarfleecejacke mit durchgängigem Reißverschluss. Für etwa 24 Euro sind sich verändernde Preise, ne? Schaut da gerne mal über den Link in der Videobeschreibung rein. Vorher Disclaimer, das ist ein sogenannter Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme Prozente, wenn ihr etwas bestellt. Danke schon mal dafür im Voraus. Die Jacke könnt ihr interessanterweise einmal aus Polyester oder recyceltem Polyester kaufen. Das heißt, ihr könnt natürlich ein bisschen, ich glaube für 3 Euro mehr, euch entscheiden, ob ihr eine Jacke mit einem besseren Gewissen kaufen wollt. Dann gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedenste Farben. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Wie gesagt, auf dem Link unten, da geht es von schwarz bis rot, alles mit dabei. Verschiedenste Größen gibt es natürlich auch. Ich habe jetzt hier die Variante XXL. Die Jacke besteht aus 100% Polyester und kann ohne Probleme in der Maschine gewaschen werden. Das ist immer ein großer Pluspunkt. Ich zeige euch einmal ganz kurz die Fleecejacke von weiter hinten. Und das ist auch schon alles. Fleecejacken kennen wir alle. Deshalb ist es natürlich auch ein Essential-Produkt, womit das essentielle Bedürfnis, was man so draußen haben kann, umgesetzt wird. Wir haben den Mittelreißverschluss, den wir natürlich bis ganz oben zumachen können, um uns schön vor der Zugkälte zu schützen. Wir haben an der Seite 2 Taschen. Klassische Handtaschen, sehr, sehr tief, muss ich sagen. Da passt ordentlich was rein. Da passt nicht nur ein Handy rein, sondern auch nochmal eine Kippenschachtel oder noch eine Taschenlampe. Da ist also ordentlich Stauraum drin. Ansonsten haben wir Bündchen. Einmal hier elastisch, einmal hier elastisch und einmal um die Taille auch elastisch. Könnt ihr allerdings nicht selbst verstellen, sondern sind einfach nur an sich ein bisschen enger als der Brustbereich, um eine leichte Taillenform zu erzeugen und zu verhindern, dass die Zugluft von unten einfach reinweht. Wir haben innen drin sowohl links eine als auch rechts eine große Tasche. Das sind ordentliche Oschis. Hier könnt ihr etwas reinlegen. Zum Beispiel links eine Mütze, rechts ein Schal. Das wäre so meine klassische Taschenaufteilung. Das Ding fühlt sich gut an. Es ist ordentlich flauschig. Es hält auch schön warm, muss ich sagen. Also funktioniert. Insgesamt fühlt sich das ganze Material elastisch und gut dem Körper anpassend an. Ihr könnt so eine Fleecejacke natürlich, dadurch, dass es das Polyestermaterial ist, sehr gut, ohne Probleme, schön zusammenknautschen, noch irgendwo in die Ecke von einem Rucksack packen und ähnliches. Nicht umsonst haben sich solche Fleece-Unterziehjacken sehr etabliert für das ganzjährige Benutzen. Das heißt, man kann sie selbst im Sommer als kleine Notfall-Abendjacke noch an die Seite reinpacken oder man benutzt sie im Winter als Zwischenlage beim sogenannten Zwiebelprinzip. Dafür sind Fleecejacken top, sie sind robust, sie halten einiges aus, sie sind leicht waschbar. Und da hat natürlich der Essentials-Begriff, dass das Essentielle ist für draußen, seine Berechtigung. Ich finde das Ding toll. Natürlich gibt es nicht nur von Amazon so eine Fleecejacke. Die gibt es auch von verschiedensten Marken wie Decathlon, von natürlich Wolfskin und wie sie alle heißen. Da gibt es die unterschiedlichsten. Da könnt ihr euch natürlich die schönste raussuchen. Bei Amazon oder auch bei Decathlon bekommt ihr natürlich relativ günstige im Vergleich zu den teureren Marken. Die von Amazon ist gut verarbeitet. Es gibt nichts zu meckern von mir, also könnt ihr auch da beherzt zugreifen, wenn ihr sowas mal wieder benötigen solltet oder ihr sucht nach einer Zweitfließjacke für andere Anwendungsbereiche. Ihr wollt anderen Menschen vielleicht eine kleine Freude machen, die viel draußen unterwegs sind. In der Kälte, da ist es immer schön, was Warmes zu haben. Und mehr gibt es zu solchen Fleecejacken auch nicht zu sagen. Ich hoffe, diese kleine Review hat dir gefallen. Schau dich gerne nach weiteren Reviews um auf meinem Kanal. Das hier ist ja ein Ausrüstungskanal. Das heißt, wir machen vieles über die Outdoor-Camping- und Bushcraft-Equipment.
Ich hoffe, da findest du was für dich und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.